Ich habe die ultimative Smartwatch für Kinder entdeckt, welche garantiert sicherer ist als alle anderen Smartwatches und auch noch die Selbstwirksamkeit und die Selbstsicherheit deines Kindes massiv erhöht. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und in diesem Video geht es also um die beste Smartwatch für dein Kind. Und ja, die Smartwatch-Hersteller versprechen uns ja utopische Lebensrettungsszenarien. Und ja, diese Mechanismen haben ja jetzt im Winter auch ein wenig Probleme bereitet auf den Skipisten. Aber etwas versprechen uns oder sagen uns diese Hersteller dieser Smartwatches eben nicht. Und gerade in Bezug auf Kinder wäre das unglaublich wichtig. Und das ist ein ganz bestimmter Effekt. Und dieser Effekt, den nenne ich den digitalen Nabelschnureffekt. Digitale Nabelschnureffekt, bitte was? Ja. So nennt man eben diesen Effekt, der gerade entsteht, wenn eben Kinder jede kleinste Entscheidung immer mit den Eltern absprechen. Und durch diese Smartwatch oder andere digitale Geräte entsteht da diese digitale Nabelschnur zu den Eltern und die Kinder können jede kleinste Entscheidung mit den Eltern absprechen. Jedes kleinste Problem, welches diesen Kindern begegnet, sprechen diese mit den Eltern ab. Und das bedeutet aber wiederum, dass diese Kinder selbstständig überhaupt keine Entscheidungen mehr treffen. Ja, bei jedem kleinsten Problem werden die unsicher und müssen sofort mit den Eltern da kommunizieren und können das selbstständig gar nicht mehr lösen, lernen diese Mechanismen gar nicht, wie man eben solche Probleme selbstständig und eigenverantwortlich löst. Und somit, ja, ist es so, dass die Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit und somit auch, ja, das Selbstbewusstsein des Kindes massiv abnimmt und somit das Kind und die Entwicklung des Kindes wirklich einen massiven Schaden nehmen kann. Ja, und ganz bestimmte Eltern wird das wahrscheinlich glücklich machen. Das wären solche Helikoptereltern, Drohneneltern oder Rasenmähereltern oder wie man diese auch immer nennt, denn sie haben die ständige Kontrolle über das Kind und ja, alle Probleme, denen das Kind begegnet, ja, können die Eltern für das Kind lösen, sodass das Kind friedlich und ohne Probleme durch das Leben gehen kann. Aber wie gesagt, ja, die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung des Kindes nimmt damit massiv ab. Und zudem wissen wir auch, dass eine frühe Smartwatch statistisch gesehen dazu führt, dass die Kinder auch viel früher ein Handy bekommen, ein Smartphone bekommen. Und das wiederum führt dazu, dass die Kinder eben, ja, weniger Medienkompetenz aufbauen und auch schlechtere Schulleistungen schreiben. Denn ein Handy fördert die Medienkompetenzen des Kindes überhaupt nicht und es führt auch dazu, dass es massiv abgelenkt wird und somit eben ja weniger für die Schule macht und die Schulleistungen somit sinken. Ja, und somit sehen wir, dass eben die beste und sicherste Smartwatch für dein Kind eben überhaupt keine Smartwatch ist, weil so eine Smartwatch eben ja mehr Schaden anrichtet, als dass sie wirklich helfen kann, mehr Risiken birgt, als dass sie wirklich dem Kind eine Unterstützung ist. Und zudem ist es so, dass wir eben gesehen haben, dass rein pädagogisch gesehen so eine Smartwatch eben dazu führt, dass die Eigenständigkeit, die Selbstständigkeit und auch das Selbstbewusstsein des Kindes sich überhaupt nicht richtig entwickeln kann. Ja gut, du wirst dich vielleicht jetzt fragen, ja, okay, und wie ist es mit so einem GPS-Sender? Dann mache ich einfach einen GPS-Sender quasi in den Rucksack meines Kindes oder so und weiß dann wenigstens, wo mein Kind sich befindet, denn das würde dazu führen, dass ich mich wenigstens als Mama oder Papa sicherer fühle. Doch, ja, hier in diesem Video zeige ich dir, ob das wirklich so eine gute Idee ist und was das für einen Effekt haben kann. Und viele Eltern denken an einen ganz bestimmten Effekt eben nicht, wenn sie ihr Kind mit so einem GPS-Sender ausstatten. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.